Das ist der Service 95 im ersten Part Rayman 3. Und wir gucken mal, ob es jetzt gut läuft. Nochmal von vorn. Und stell dich diesmal nicht ganz so tollpatschig an. Okay. Wird gemacht, ja. Man muss nur richtig wollen. Ja, und ich will. Ja. Oh nein, da ist schon wieder so ein Kohlkopf. Okay. Das darf nicht wahr sein, sie sind überall. Ja, das wär's. Hey, die schießen auf uns. Das sind mal echte Bösewichter. Darf ich mal reden? Schnapp dir die roten Dinger, okay? Nein, nett. Okay, das war erst bei Rayman 3. Und ja, ich liebe das Spiel schon als Kind schon. Wir werden uns hier nicht stundenlang im Kreis drehen. Ich bekomme langsam schon Krämpfe. Ich auch. Also, na gut, du warst nicht allzu schlecht. Ja. Zur Belohnung schenke ich dir deinen ersten Fallschirmsprung. Ohne Fallschirm. Ja. Wow, 100%. Krass. Wie sieht's aus, du Wurst in der Pelle? Ich mach doch nur Spaß. Du siehst echt sexy aus. Komm schon, gib Papa ein Küsschen. Na los, nimm es nicht persönlich. Schau mal, was ich gefunden habe. Das Handbuch. Okay. Da steht alles drin. Wenn wir es lesen, wissen wir, wie du hier rauskommst. Also, es waren einmal die Looms. Sie lebten in Einheit, Liebe und Frieden. Wie die Hippies. Doch plötzlich die Katastrophe. Ein schwarzer Looms verwandelt die roten Looms in Hutlooms. Die Welt ist in großer Gefahr. Okay. Ah, hier steht es. Glowbox ist mit deinen Händen verschwunden. Feige wie er ist, hat er sich sicherlich irgendwo verborgen. Stimmt. Es wird nicht einfach, den Kerl zu schnappen. Zumindest nicht für dich. Ach übrigens, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du für alles, was du tust, Punkte bekommst. Okay. Schau dir den Zähler an. Ich werde es dir zeigen. Wenn du Punkte hinzugewinnst, erscheint die Anzeige und du gelangst in den Combo-Modus. Da wird es dann erst richtig lustig, denn im Combo-Modus gibt es für jede Aktion mehr Punkte. Du solltest nicht trödeln, denn du verlässt den Combo-Modus wieder, wenn du keine Punkte machst. Noch eine letzte Sache. Mit den Punkten hältst du Zugang zu verborgenen Leveln. Versuche also möglichst viel davon zu holen. Okay, das Handbuch scheint ziemlich nutzlos zu sein, aber vielleicht finden wir darin noch ein oder zwei Tipps. Sieh da, sie sagen, dass man zum Springen die Sprungtaste benutzen muss. Ohne Quatsch, wer hätte das gedacht? Ich auch nicht. Und hier schreiben sie, dass man zum Schlagen die Schlagentaste benutzen soll. Nee, nee, nee. Gibt es wirklich Typen, die für so einen Mist bezahlt werden? Okay, dann laufen wir mal los und retten Klobox. Und du spielst gerade auf dem 3DS-Controller, also es funktioniert zum Glück. Ungewohnt. Der Pet. So jetzt. Okay, dann laufen wir mal hoch. Yeah, Rayman! Du bist wirklich der Beste! Nein, das ist ja lächerlich! Das Handbuch sagt, du könntest aus deinen Haaren einen Helikopter machen. Ja, siehst du gerade. Ein Helikopter aus Haaren? Wir haben wohl schlecht geschlafen. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ja, und das Spiel ist cool. Hey, bravo, Rayman. Du bist wirklich der größte Held. Jo, deswegen heißt er auch Rayman. Glaub nicht. Wow. Wer beide runtergefahren hat. Alle, die erfahren, machen müssen. So. Sammeln wir ein bisschen Points ein. Sieh mal, der Feenrad. Wenn du eine anbaggern willst, dann solltest du woanders hingehen. Hier wimmelt es von alten, total verrückten Schachteln. Okay. So, dann gucken wir mal, ob hier irgendwas zu machen gibt.
Dieses Handbuch ist wirklich unschlagbar. Hier erklärt es, dass Schalter dazu da sind, Mechanismen auszulösen. Okay. Nein, ohne Quatsch. Wer hat nur diesen Müll geschrieben? Weiß nicht. So, dann versuchen wir auch Körper zu retten. Was ist da los? Ist da jemand? Schon. Aber das ist die Stimme von Globox. Glaub ich auch. Bam, bam, bam. Geschafft. Sag mal, können wir das hier auch zu dritt machen? Juhu, Raymond hat wieder seine Hände. Rechts. Links. So viel Freude zu Beginn des Spiels. Ich glaube, uns steht etwas Schlimmes bevor. Habe ich auch das Gefühl. Ich komme gleich hin. So, und das ist, wenn man... Ah, es wird eh gleich erklärt. Wer ist denn da? Bam! Da muss man dreimal treffen. So. Hallo, Stern. Oh, Raymond, du hast das Licht angemacht. Ist das schön. Na bitte, was habe ich gesagt? Da sind schon wieder diese Mistkerle. Und was machen sie wohl? Sie greifen den Feenrad an. Was für eine Überraschung. Nach Raymond 2 hatte man mir eine Rolle als Künstler versprochen, der in den Armen eines Mädchens mit, großen Augen die Liebe entdeckt. Und was ist? Ich spiele eine Fliege in einem B-Film. Okay. So. Nun, ja. So, dann haben wir das Level schon geschafft. Aber eigentlich das zweite Level, aber... Ich weiß nicht, ob man das erste, was wir da hatten, als erste Level angeht, aber... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen André schnappen, bevor er das Herz der Welt erreicht. Okay. Hey, sieh mal, ein Schalter. Bei jedem Treffer löst er einen Mechanismus aus. Ja, hau drauf. Okay. Oh, Raymond, fantastisch. Das würdest du nur ohne dich machen. Weiß nicht. Sieh mal, Spardosen. Ich bin kein Hellseher, aber ich glaube, da ist was drin. Ja, immer 10. Cool. Yippie! Tut mir leid, Leute. Ich hab grad ein bisschen Husten. Ja. Na, egal. Bam. Mir fehlen die Worte. Außergewöhnlich. Phänomenal. Einmalig. Okay. Super, duper. Extra klasse! So, dann geht's mal weiter. Unglaublich! Du hast die Spardosen zertrümmert und damit die Türen geöffnet. Das ist ein wahres Zauberland. Ja, ein Dosenmechanismus. Ah, da ist schon mal was. So. Los, Raymond! Ja, hier muss man... Entschuldige, da kommt eine Nachricht aus der Zentrale. Es ist der Projektleiter. Er entschuldigt sich im Namen aller für dieses Training. Ich zitiere, ist nicht sehr lustig. Okay. Ja, vielleicht wäre auch für Einsteiger ja helfen können. André, da ist er. Schnell, schieß schon. Ich kann ihn nicht lange halten. Okay, Chef Deal. Eins, zwei, drei, dreimal. Hör zu, du Witzfigur. Sobald ich die Energie aus dem Herzen der Welt in Hoodlums verwandelt habe, komme ich zurück. Und kümmere mich um dich. Aber was ist denn das? Laserreiniger verwandelt ihre Kleidung in einen Kampfanzug. Ein Kampfanzug? Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Genau. Du hast recht. Nein, Raymond, fass das Ding nicht an. Das gehört den Hoodlums und ist möglicherweise gefährlich. Ja, gefällt für eine Geheimpower. So. Kurz verkleidet. Aha, sehr schick. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wie es funktioniert. Ja, ganz einfach. So, funktioniert. Das Spiel finde ich so geil.
sogar einer meiner Lieblings-Rayman-Teile. Der zwei, mein Zweitlieb... der zweite Teil war das war mein Zweitlieblingsteil. Drei finde ich noch am besten. Ja, okay, 32%. Das war nicht so die Welt. Okay. Aber wir halten ihn natürlich auf. Ich weiß. So. Dann gucken wir mal, ob das so klappt. Hier ist noch was. Ein Geheimversteck. Ist hier dieses... Ah, hier. Ja, ich versuche euch schon ein paar Geheimorte zu zeigen. Soweit ich mich erinnern kann. Hab's auch 2 Jahre lang nicht mehr gespielt oder 3. Oh, bei dem muss man ganz langsam laufen. Dreht man nämlich 250 Meter. Vorsicht, da kratzt ihr nicht die Nase. Okay. So. So, jetzt müssen wir da drauf springen. Boing. Boing. So. Ja, jetzt haben wir schon ganz viele Punkte besetzt. Ja, mit denen können wir unser Leben auffüllen. Jetzt reicht's! Könnten Sie ein bisschen weniger Lärm machen? Nee. Verschwinde, Fee! Zelda braucht dich! Ja. Nein, das ist ein Dreh. Die kann man nur mit dieser Fähigkeit treffen. Weil das nicht ändern kann. Du musst überall suchen. Ja, in irgendeiner von den Dingern ist es doch. So, einmal geöffnet. Ist die Kamera? Die Kamera? Hier geöffnet. Und hier ist sie, glaube ich, oder? Ja, hier ist der. Bam. Lass ihn nicht entfliehen. Sind Sie es, Schwester Gundula? Weg da! Das Herz der Welt! Ich spüre es! Es ist dort entlang! Nein, wir sind in der Rayman, wir schaffen das. Das ist das Ende. Wir versuchen die Welt ja schon zu retten. Rayman, komm! Das Handbuch sagt, dass man hier rauf kann! Sag mal, wenn ich du wäre, würde ich kündigen und heimlich für Spider-Man 2 arbeiten. Okay. Oh. André nähert sich dem Herzen der Welt. Die Energie weicht. Die Harmonie der Erde wird zerstört werden. Mann, er macht's immer so dramatisch. Oh. Bam. Bam. Jetzt haben wir es geschafft. So. Ich höre hier doch was. Oh, da sind noch ein paar Punkte, die brauchen wir auch noch. So, ein paar Pünktchen geholt, Pünktchen. Auch noch ein bisschen hoch. Hallo. Nein. Die paar Punkte kommen sie auch nicht an. Hier fallen die Papocken raus. André darf auf keinen Fall hinein. Rayman, bist du da?
schon da. Wow, wie schnell ist der? Oh, André kommt. Nein! Mut zu! Oh Mann. Klobox. Warum? Warum? Warum hast du es gemacht? Naja. Egal. André! Hey! Wo ist André? Los, lasst uns die Mönche fragen! Offensichtlich hat sich André noch nicht daran vergriffen. Geiler Beat. Naja, Hey, sag mal, habt ihr André gesehen? Nein. Klobox hat ihn verschluckt. Was? Warum? Holt mich hier raus oder ich weiß nicht, wie die Leber! Ihr Idioten, wie ich vermutet habe, André ist nicht tot. Ja, wohl zu einfach. Das kann nicht beim Herzen bleiben, das ist zu riskant. Der hat er rascht. Rayman, Klobox ist dein Freund. Bring ihn zum Heiler in den Eichbornwald. Ich kenne ihn. Er weiß, wie du André los wirst. Rayman, pass auf! André ist ein schwarzer Lums und schwarze Lums sind böse. Er wird Klobox sicherlich zwingen, Pflaumensaft zu trinken und du weißt, Klobox ist allergisch gegen Pflaumensaft. Okay, das wusste ich gar nicht. Naja, jetzt gehen wir mal zu Ding. 0%. Schon nie gehabt. So, kleines Bonus-Level, also das Bonus-Level ist nicht so ein, Teleport-Level, was eigentlich am coolsten ist. Aber eine Frage stellt sich. Woher hat Rayman dieses Board? Der ist ja ohne Board hereingesprungen. Naja, der ist trotzdem ganz cool gemacht. Noch ein paar Punkte ein. Und jetzt mal, wenn man runterfällt, wie ihr gerade gesehen habt, wird immer ein Punkt abgezogen. Also um 0 Punkte zu bekommen, muss 5818 mal runterfallen. Wenn wir so weitermachen, geht es auch bald so weit. Aber wir wollen es ja weiter schaffen. So. Immer derselbe Fehler. Naja, jetzt soll es. Schön locker bleiben. Ja, wir sind weitergekommen. Jump, 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 jump. Ja, das ist die zweite Ebene davon. Bam, bam, bam. Ja. Wir müssen halt nur gucken, ob wir dann bald schon mal weiter ins Ziel schaffen. Wow, 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 wow. Nein! Und wieder alles von vorne. Ah, das sieht cool aus. Und die 1000. Die Grünen bringen 1000 Punkte, also wo man damit euch schätzen kann. Das ist noch ein paar Pünktchen, das ist noch ein Pünktchen. Das ist noch ein Pünktchen. Nice! Das war ein Fail. Das war wieder ein Fail. Und schon. Ah, jetzt. Juhu. Geschafft. So. Was, Klobox? Au. Hey, wer hat die schöne Musik ausgemacht? Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Musik, wo bist du? Er ist weg. Schnauze, und hol mich hier raus. Ich habe Durst.
Oh, oh, oh. Oh, Raven, ich brauche dringend ärztliche Hilfe. Okay, Leute, spende mal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, abonniert und kommentiert. Ciao.